Und weiter geht es mit einer besonders knackigen Folge von Enshrouded. Wir bauen wieder am Turm weiter. Ich habe schon mal ein bisschen weiter gemacht, damit wir das mit den Seiten hier, mit den ja, Treppen, ihr wisst, was ich meine. Damit es halt ein bisschen anders aussieht, habe ich das einmal auf jeder Seite gemacht, außer vorne. Damit das alles auch genau passt und alles im gleichen Abstand und so weiter ist. Also von den ganzen Maßen passt es jetzt. Ich habe schon mal den Boden hier jetzt komplett fertig reingehauen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an und bauen nach oben. Ich habe überlegt, ob wir in der Mitte eine Säule bauen. So eine dicke Holzsäule oder so. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Oder ob wir einfach hier so ein paar Räume hinklatschen. Oder ob das so ein großer Versammlungsraum wird. Was auch immer. Also ich habe mir auf jeden Fall gedacht, wir werden das dann so machen mit der Zeit. Dass ich das natürlich noch weiter nach unten baue. Dass der Turm so quasi mit dem Berg ein bisschen verbunden ist. Und dann könnten wir hier hinten so eine Plattform bauen und dann eine Treppe, die hier an der Wand entlang geht. Und dann hier rüber irgendwann mit Gelände dann. Sowas in der Art habe ich mir gedacht. Ich habe es jetzt schon im Inventar, aber ich denke, heute wird das nicht gemacht. Dann habe ich mir gedacht, geht es dann hier rein, logischerweise. Hier werde ich vielleicht den Gang noch einmal zubauen und zubauen. Und dann haben wir hier die Treppe, die nach oben geht. Und dann haben wir hier eventuell verschlossene Wand mit einer Türe. Eine Geheimtür. Und dann können wir vielleicht runter und dann irgendwie einen Keller bauen. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas in der Art habe ich mir gedacht. Der Raum ist immer noch der gleiche. Wie gesagt, hier bauen wir dann halt ein paar Köpfe hin als Trophäen. Und dann würde ich sagen, wird es jetzt oben weitergemacht. Ich überlege nur halt wegen der Säule. Also wir müssen erstmal Wände hochziehen. Das ist ja klar. Und das machen wir mal eben. Das geht ja eigentlich relativ fix. Ich würde sagen, von der Höhe her reicht das sogar, oder? Oder sollen wir noch ein bisschen höher bauen, damit wir vielleicht hier einen Kronleuchter zur Beleuchtung benutzen? Das könnten wir auch machen. Wer weiß. Mal schauen. Warte mal, ich hau erstmal die Dinger hier, bevor ich hinterher Probleme kriege. Okay, ich muss frei das Ganze einmal freisetzen. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Oder genießt einfach, wie ich hier rumbaue und ab und zu mal faile. Aber ich habe so ein Gefühl, dass der Turm am Ende echt geil aussehen wird. Irgendwas in meinem Urin sagt es mir. Und mal gucken, wann endlich mal eine Roadmap rauskommt, damit wir wissen, wann es weitergeht. Vielleicht werden wir auch mal so ein Community-Ding mal ausprobieren, wer weiß. Aber natürlich nicht auf dieser Welt, sondern dann nochmal eine separate. Müssen wir mal schauen, ob sich überhaupt Leute finden, die Bock drauf haben und so. Mal sehen, mal sehen. Wäre vielleicht doch ganz interessant. Ich wurde schon in den Kommentaren gefragt. Aber ich war mir ehrlicherweise so ein bisschen unsicher, weil ich bin nicht sicher bin, wie viele am Start sein werden. Dann noch, muss ich ganz den Computer laufen lassen für den Server oder kann man den so weiterlaufen lassen? Ich weiß es gar nicht. Aber so ein Community-Ding wäre schon ganz geil. Ich habe bei jemandem auf dem YouTube-Kanal gesehen, die haben eine richtig krasse Stadt gebaut. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Ich habe den Namen vergessen. Ich habe ihn aber abonniert. Sehr geiles Projekt haben die auf jeden Fall. Und die Stadt ist mega. Also ich habe es gesehen. Sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Gefällt mir. Aber ich glaube, so viel Skill wie die Leute dort habe ich nicht. Aber ich denke, irgendwas Nettes werde ich bauen. Und dann haben wir, wenn der Early Access dann weitergeht, beziehungsweise ein Update kommt und wir die weitere Karte erkunden können. Wir sind relativ nördlich. Soweit wie es geht eigentlich. Von hier aus, ja gut, wir könnten auch hätten die Warte nehmen können, so klar, aber wir können hier direkt rüberfliegen und so, ne? Oder uns dann da auch irgendwie was hochbauen. Und dann können wir direkt von da oben losfliegen. Das heißt, wir haben eigentlich einen relativ coolen Spot und dann am Ende auch eine richtig geile Base. Wenn ich dann noch irgendwie Material sammle, dass ich gut eingedeckt bin. Ich glaube, das wäre nicht schlecht. Ach ja, und ich habe zwischendurch mal nochmal einen Sonnentempel gemacht. Ein paar Mal bin ich den abgelaufen. Ich habe endlich die Paladin-Schuhe, aber irgendwie Rüstung der Nachtwache kriege ich nicht. Ich krieg irgendwie immer fast nur dasselbe. Naja, manchmal was anderes, aber meistens dasselbe. Jetzt ist die Frage, Decke hoch genug? Also wir würden hier hochkommen. Da habe ich mir gedacht, sollen wir in der Mitte eine Säule bauen? Wir könnten das auch so machen, in der Mitte eine Säule.
Der innere Kern ist dann vielleicht auch nochmal aus diesem Leuchtstein, der sich dann bis ganz nach oben zieht und dann wieder oben auf der Spitze des Turms freigelegt wird. Wäre das eine Idee? Ich glaube, das wäre sogar eine sehr coole Idee, kann es sein? Warte mal, wenn ich genau die Mitte habe. Ich hau das mal eben weg. Dann machen wir mal von hier oben. Oder was haltet ihr von der Idee? Ich glaube, wir müssen das erstmal anschauen. Damit ich genau was dazu sagen kann. Also die Mitte würden wir fra nicht. Die Mitte würde man freilassen. Und dann da eine Säule. Wir testen mal. Wir testen mal, wie das aussieht. Habe ich überhaupt noch genug von diesem Leuchtstein drin? Weiß es gar nicht. Ups, hier habe ich, so. Würde das gut aussehen? Das ist halt die Frage aller Fragen, ne? Habe ich überhaupt noch Leuchtstein da? Ja, zum Glück sogar relativ viel noch. Okay. Dann müsste ich überlegen, wie wir das genau machen. Eine Säule kann ich jetzt einfach nicht dahin hauen. Würde das überhaupt gut aussehen oder wäre das zu breit? Ah, ich brauche mehr Palmholz. Ne, warte mal. Habe ich nicht noch was da? Palm, Palm, Palm. Ja, oh, aber nicht so viel. Das ist ein bisschen bitter. Oder aus einem anderen Holz. Oder wir machen Steinsäule. Das könnte man ja rein theoretisch auch machen. Aber wäre das zu übertrieben? Das könnte aber cool aussehen. Man das jetzt nur hier von hier betrachtet. Also wenn die abgerundeter wäre, wäre natürlich noch cooler, ne? Aber so eine viereckige Säule einfach, die nach oben geht. Ich weiß ja nicht. Dann müssten wir aber hier mitarbeiten, ne? Oder können wir mit mehreren Säulen arbeiten und das so. Wisst ihr, was ich meine? Würde das gehen? Muss ich mal testen? Nein. Muss ich mal testen? Was, wenn ich das nur so mache? Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich sollte das noch ein bisschen mehr auffüllen. Ba-ba-ba-ba-bam. Ups, falsch. So, hier. Ich hoffe, wir sollten das einmal so machen noch. Dann so ein bisschen verkleinern. Vielleicht sogar noch ein. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Noch ein kleiner. Warte, schau mal ganz kurz. Erstmal schon mal ready machen. Aha. Habe ich irgendwie gerade ein bisschen Müll gemacht, ne? Oder? Irgendwo gerade ein bisschen falsch gebaut. Warte mal, wir hauen mal kurz weg. Irgendwas habe ich da nicht richtig gemacht.
So, weg damit. Ich weiß nicht, ob die Säule zu breit ist, aber im Endeffekt ist der Turm ja ziemlich fett. Und eine zu schmale Säule wäre auch ein bisschen seltsam, ne? Wäre das zu groß? Ich weiß es nicht. Ist auch nicht ganz quadratisch, glaube ich, ne? Oh. Das wollte ich nicht. Oh, ich habe die Säulen weggehauen. Ich habe einfach die Säulen weggehauen. Und hier stimmt was nicht. Aha, das war der Fehler. Ist nicht ganz mittig, weil... Nee. Ist so schon richtig? Ja, ne? Ich glaube, so müsste es sein. Ja, ich glaube, so ist richtig. Und jetzt müssen wir immer noch mal die Säule dran klatschen. Hier. Das habe ich ja gut hinbekommen. Ach nein, ich habe auch... Oh, super. Den Leuchtstein... Was mache ich denn da? Den Leuchtstein habe ich auch leider auch weggehauen. So. Randa und Randa wieder. Das habe ich die ganze Zeit abgerissen. Gut, aber ich glaube, jetzt wäre es richtig. Ja. Gut, da habe ich halt einen Fehler gemacht. Ich wollte schon sagen, irgendwas stimmt da nicht. Jetzt überlege ich hier wegen einer Säule, damit das cool aussieht. Ich glaube, wenn das ein bisschen mehr mittig wäre... Wir machen das jetzt auf jeden Fall jetzt noch nach innen, wie ich gesagt habe. Ja, genau. Dasselbe dann einmal mit dem Palmenholz. So. Zack und zack. Gut, dann bauen wir Säulen. Wenn ich genug Holz habe, natürlich. Vorausgesetzt. Dann würde das gut aussehen. Ich hoffe es. Ich habe keine Ahnung und ich glaube... Habe ich die nicht hoch genug gebaut, ne? Klassiker. Wenn ich jetzt hier noch eine Ecke so reinbaue, so, zack. Wäre das besser oder? Ich glaube ja, ne? Ja, jetzt habe ich nicht genug Palmenholz. Was natürlich wieder sehr schön ist. Warte mal, wir hauen die erstmal alle auf dieselbe Höhe. Aber ich glaube, das wäre was, womit ich leben könnte. Oh. Da gemacht. So. Ja, ich muss auf jeden Fall wieder Palmholz sammeln. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut. Ich dachte, damit wäre ich fertig. Das noch reichen, um alle auf dieselbe Höhe zu bringen? Ich, ja, nicht ganz. Einer wird leider fehlen. Schade aber auch. Ja, ich denke, wenn wir die Ecken noch einmal so machen wie vorhin, ich glaube, dann könnte das ganz cool sein. Dann müssen wir das Ganze nochmal vielleicht mit Leuchtstein ausfüllen. Kann ich das von, ouch, von hier unten einfach machen? Hallo? Aha, da hatten wir es doch.
kann den einfach nicht da dran hauen. Das hätte ich ein bisschen anders planen sollen, aber das kriege ich schon irgendwie hin. Sehr schön. Ich glaube, es sieht auch ganz nett aus. Und der zieht sich dann bis ganz nach oben, diese Säule. Und wird dann oben an der Spitze in Zukunft wieder freigesetzt. Das ist die Idee dahinter. Dann hat er nochmal so ein bisschen was Mystisches. So. Natürlich, so sieht das noch ein bisschen komisch aus, aber das ändert sich ja noch. Alles klar. Jetzt ist die goldene Frage. Bis wohin bauen wir dann eine Decke? Was für einen Boden machen wir hier oben? Wieder Stein oder nehmen wir ein Holz? Ich will mal nur ganz kurz schauen von der Höhe. Ist das für den ersten Raum okay? Oder sollten wir den höher, sollen wir die Decke noch höher setzen? Ich würde sagen, wir können ja trotzdem erstmal die Decke nach oben bauen. Damit wir erstmal eine gewisse Höhe erreicht haben. So. Ballern wir noch eine. Na super. Klassiker. Erstmal wieder runterfallen. So. Das war klar, dass mir das passieren wird, ne? Das war sowas von klar. So. Ich glaube, den Rest können wir von unten machen, oder? Würden wir dran kommen? Würden wir da dran kommen? Fragen über Fragen. Warte mal, den habe ich falsch gebaut. Sehr schön. Wunderbar. Spitze. So. Dann machen wir erstmal die Ecken. Also ihr wisst schon, was ich meine. Ihr wisst schon ganz genau, was ich meine, ihr Halunken. Ja, dann haben wir jetzt eine Säule. Jetzt haben wir 1000 Jahre wieder für die Säule gebraucht. Aber ich glaube, das könnte ganz cool werden. Aber dann leuchtet es hier auch komplett blau, kann es sein. Aber gut, wenn ich Fackeln noch anbringe, ich glaube, dann sollte dieses Blau auch verschwinden. Oder wir haben einen Mix irgendwie, keine Ahnung. Muss man überlegen. Ansonsten muss ich die Säule an dieser Stelle dann leer machen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Gut. Kann ich von hier unten, wenn ich jetzt hier auf X drücke. Ja, wenn ich... Ja, doch, gut. Dachte jetzt nur, wenn ich springe. Das wäre ein bisschen blöd gewesen. Aber es funktioniert. Und wir müssen gleich Hayabubu wieder machen, ne? Ganz wichtige Nummer. So. Der snappt da irgendwie so komisch ein. Ah, ich wusste, dass das passieren wird. Aber hinten ist das mir, ist mir jetzt nicht passiert, oder? Ich muss jetzt einmal ganz kurz nachschauen. Ah, nee, es sieht alles ganz gut aus. Ich will auch schauen, dass ich irgendwie in Zukunft irgendwie noch ein paar Muster dran klatschen kann. Also super. Von außen, damit der Turm noch mal ein bisschen prächtiger aussieht. Jetzt schaffe ich. Jetzt komme ich da nicht dran, ne? So, geht doch. Ja. Ich glaube, das ist richtig. Scheint mir auf jeden Fall richtig zu sein. Der hier auch, ja. Aha. Wunderbar.
Toll. Jetzt haben wir eine Decke hier und einen leuchtenden Stein. Wir können klar auch das Licht benutzen, aber ich würde sagen, bei Tageslicht ist immer ein bisschen besser. Jetzt das Ding, ich brauche eigentlich Palmenholz. Jetzt weiß ich nicht, sollen wir da Raumtrennungen machen? Vielleicht auch unsere Schlafgemächer und sowas? Frage über Frage, oder? Das wird so ein Versammlungsraum. Könnte alles sein. Brauche ich repariert, egal. Das könnte irgendwie alles werden. Weil ich muss dann überlegen, wo ich die Treppe dann nach oben setze und dann vor allem aus was für ein Material. Weil nochmal Palmholz geht ja schlecht. Ich habe jetzt gerade gar nichts. Oder habe ich hier Palmholz? Warte mal. Vielleicht habe ich hier noch was. Ich glaube zwar nicht, aber wir werden es sehen. Wüsten, gebrannte Ziegel, Kalk, veredelt Steinblock, Sand, Brunnenblock, nö. Palmholzblock. Ah doch, ich brauche... Ja komm, das machen wir eben. Das machen wir eben, komm, ein paar Bäume geht. Palmholz ist da aber kein normales. Nice. Es geht ja relativ schnell. Wir brauchen ja jetzt nicht ultra viel. Davon bin ich halt nicht ausgegangen, dass es doch noch einiges an Holz kosten wird. Ich dachte, ja gut, Palmholz mache ich nur den Boden rein und dann war es das. Aber nein, Pläne ändern sich, Leute. Die Pläne, die ändern sich. Und wir machen noch drei Bäume und dann reicht es. So. Und ja, damit. Rein mit uns. Und Palmblöcke. Wo haben wir sie nochmal? Ach hier, ich bin drauf. So, sollte reichen. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Sollte mehr als genug sein. So, dann können wir die Säule sogar direkt nach oben durchbauen. Ihr könnt ja mal sagen, ob wir das wirklich im Palmenholz lassen sollen. Oder doch lieber die Säule austauschen sollen, dass sie aus Holz ist. Da muss ich jetzt erstmal natürlich überlegen, bis wohin die Decke auch gehen soll. Das wäre halt so eine nächste Sache. Ich würde sagen, erstmal mache ich das, was ich gesagt habe. So ist. So. Ja, was, wenn ich jetzt noch den hier... Ich glaube, nee, das sieht komisch aus. Ich glaube, so ist schon ganz gut, oder? Jetzt die goldene Frage aller Fragen. Ich nehme hier mal ganz kurz. Oder warte mal. Die nächste Etage auch ein Holzboden, aber vielleicht nicht Palmen, weil das schon ein bisschen teuer ist. Ich weiß nicht, ob ich da wieder genug habe. Oder was hätten wir denn noch für eine Auswahl? Stadtmauerblock? Nee. Normaler Holzblock auch nicht. Sieht komisch aus. Edelter Holzblock. Ja, davon habe ich aber sehr wenig. Oh, wir haben da leider nicht so eine gute Auswahl, Leute. Oder ich mache das halt aus den Hochglanzpolierten. Weil jetzt alles im selben Steinstil würde ich ganz ungern haben. Also, wir könnten ja Decke bis hierhin. Das ist doch mehr als genug Platz, oder? Da können wir uns doch zur Not richtig austoben, wenn wir wollen. Ich würde sagen, das ist gut. Ich bin der Meinung, dass das gut so ist. Ah, das Richtige. Da können wir uns echt austoben. Also, dann machen wir erstmal ganz kurz die Säule. Nito. Wo haben wir es? Ach, ich war schon drauf.
Ein bisschen tiefer. Obwohl oben, dann kommt wieder. Oder wir könnten ja die Decke nehmen und dann einen anderen Boden nochmal oben drauf klatschen. Obwohl. Vielleicht ist ja gar nicht so schlecht. Dann kommt vielleicht hier die Schlafgemächer rein und so. Dann müsste ich die Säule, glaube ich, noch ein Ticken runtersetzen. So. Ja. Machen wir so. Das jetzt einmal überall. Ja, sehr schön. Hallo? Aha, nein, runter, danke. Ja. Ist richtig? Ja. Ah, runter da. Perfekt, perfekt. Und dann fehlt nur noch das Stückchen hier. Alles klar, die Säule ist dann schon mal ready. Muss ich natürlich nur überlegen, wo da noch eine Treppe hinkommt. So, erstmal das Ding hier wieder weg. Also, man kommt hier hoch. Dann sollten wir uns jetzt so ein paar Räume bauen. Aus Palmholz, natürlich, logischerweise. Also, wir kommen hier rein. Das ja hier auch so zumachen. Überleg noch gerade. Oder machen wir es mit einem Geländer? Ich denke, wir machen direkt wirklich komplett zu. Muss hier leider auch zu sein. So, hier würde man hochkommen. Zack. Dann, wir müssen jetzt die ganze Wand benutzen. Wir könnten ja auch dann so abschneiden. Bis hier hin. Ups. So. Dass man dann sagt. Aber dann sieht man die Säule halt nicht, ne? Bei so einem großen Raum wäre das vielleicht ganz cool gewesen. Nee, warte mal. Vielleicht machen wir das so, warte mal. Wir können ja immer noch umändern. Ich hoffe nur, dass mein Holz mir ausreicht. Ich werde natürlich bis nach oben noch bauen müssen. Dafür wird es jetzt leider nicht reichen. Also wir könnten dann hier hoch, zack. Dann hat man vielleicht hier so die Säule. Dann können wir ja um die Säule rum. Das mache ich einmal ganz kurz in einem anderen Stein. Wieder so ein bisschen Platz lassen. Vielleicht so bis hier. Wie habe ich das jetzt gemacht? Muss einmal kurz zählen wegen den Blöcken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist auch 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, warte mal. So, okay, das heißt, der muss weg. Dann hätten wir auf jeden Fall Platz, um einmal um die Säule rumzugehen. Aber ist das wirklich 6? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber warte mal, hier ist die Säule ein bisschen verbunden, ne? Das ist ein bisschen blöd. Warte mal. Müsste ich dann auch einmal von der Mitte aus machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr schön. Okay, dann könnten wir nämlich hier wieder Palmholz nehmen. Zum Beispiel
hier dann sagen, dass hier ein Raum hinkommt. Na, super. Klassiker. Hier einer. Sollte ihn noch, glaube ich, ganz dran setzen, ne? Damit es auch Sinn macht. Sehr schön. Können wir den Kram weghauen? Hallo? Ich will das Ding nicht weghauen. Hä? Kannst du irgendwie nicht entfernen? Hallo? Ich hau mir erstmal Wände rein, bevor ich hinterher den Türrahmen auch weghau und beides gleichzeitig dann. Also, zack. Zack. Und dasselbe dann auch hier. Na super. Wisst ihr, was ich meine? Man kommt dann hier durch, zack. Hat dann hier noch ordentlich Platz. Jetzt habe ich hier natürlich ein bisschen mehr Platz übrig, ne? Aber das ist ja egal. Und dasselbe mache ich dann noch einmal auf der Seite hier. Oder ein bisschen anders. Hier wird dann vielleicht ein Aufgang sein. Und dann haben wir hier um die Säule noch was rum, können wir auch irgendwie so Dekokram ranhauen und habt ihr nicht gesehen. Haben dann hier Schlafgemächer vielleicht. Und dann geht's nach oben. Auf die nächste Etage. Ich glaube, das klingt doch ganz gut, oder was meint ihr? Jetzt kriege ich noch nicht irgendwie die Säule hier weggehauen. Das geht nicht. Kann ich hier auch so weghauen? Super, das wäre jetzt richtig blöd. Also wenn ich die jetzt nicht wegkriege, kann sie nicht entfernen. Warte mal. Und zu einzelnen. Aha. So geht's irgendwie. Keine Ahnung, was da los ist. Seltsam, seltsam. Aber gut. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen länger. Wir machen noch ganz kurz das einmal dasselbe auch hier. Und nochmal nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das heißt, dann kommt hier wieder genau so ein Rahmen rein. Ups. Zack. Diesmal funktioniert es ohne Probleme. Sehr schön. Okay, das war ein bisschen zu viel. Bisschen zu viel des Guten. Ja, dann habe ich nicht hoch genug gebaut. Sehr schön. Ja, super. Das habe ich gut. Muss anders rein. Ich habe gerade Denkfehler. So, hier ist dann leider nicht rund, ne? Aber was soll's. Oh, warte mal. Jetzt ist es richtig, oder? Ja. Muss ich jetzt nicht hin und her switchen. Obwohl muss ich so oder so. Ich will hier einmal. Bamsen. So, also, man würde hochkommen. Zack. Hier werde ich dann wahrscheinlich zumachen. Ich würde das ganz gerne als Raum benutzen, oder wir bauen noch bis hier hin und haben hier eine geheime Ecke. Keine Ahnung, werden wir sehen. Eigentlich wollte ich da ganz gerne so einen langen Korridor haben. Ah, vielleicht können wir den Raum, wir müssen ihn ja nicht ganz nutzen. Wir können ihn ja bis hierhin abschneiden und hier dann noch einen extra Raum hinbauen. Dass dann hier der Weg auch einen Sinn macht und dann hier rein noch irgendwo reinführt. Zack, dann kommen wir hier, hat man die Säule. Bam, bam, bam. Hat man hier ein Zimmer oder teilt das auf in zwei Zimmer? Warte mal, zwei. Dann hier ein großes für mich. Dann da hinten noch eins. Dann hätten wir vier Zimmer. Oder? Oder wir machen hier zwei kleine. Da ein winziges. Da zwei. Mal schauen.
Auf jeden Fall dann hier so ein bisschen Deko, habe ich mir gedacht, zack, dann geht's hier. Oder hier könnte man ja auch noch einen Raum hinbauen. Und dann geht's hier, bam, hoch auf die nächste Etage und wird hier weitergemacht. Hier fängt es dann an, dass man anfängt, vielleicht Platz für einen Schmied. Dann noch ein Platz für die Köchin oder so, irgendwie so. Schmied und Köchin passt super zusammen natürlich. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr auch ein paar Ideen habt, gerne in die Kommentare damit, bewerten nicht vergessen. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.